Wir sind im Eiscafé Venezia in Markgrölitz, einem kleinen Dorf der Gemeinde Goseck im Burgenlandkreis. Hier herrscht Urlaubsfeeling und das an jedem Tag der Woche. Hier gibt es Eis und das nicht nur in rauen, sondern auch in sehr leckeren Mengen. Über 80 Sorten haben die Rauschs, die das Café betreiben. Da fällt so manchem die Auswahl schwer. Fast immer ist es voll, in den Wintergärten rund um das eigentliche Café trifft man schon lange nicht mehr nur Einheimische. Inzwischen hat sich das wunderbare Eis in ganz Sachsen-Anhalt herumgesprochen. Familie Rausch, Vater, Mutter und zwei Töchter machen hier seit 20 Jahren in Eis und das sehr erfolgreich. So. Doch das Herzstück des Unternehmens liegt tief unten im Keller. Hier lagern die Geschmacksrichtungen, Zutaten und leckeren Geheimnisse. Der Herr übers Eis ist der Chef selber, Rüdiger Rausch. Er produziert die Ideen seiner Frau mit der Eismaschine Kälte-Rudi gleich in 15 Liter Mengen pro Tag bis zu 300 Liter. Es wird immer darauf geachtet, das saisonale Sortiment mit frischen Zutaten anzubieten. Das schmecken die Eisliebhaber sofort. Eis machen ist eine kleine Kunst. Viele Handgriffe sind nötig und ein paar kleine Geheimnisse sind auch noch dabei. Umsonst ist das Eis nicht so berühmt im Land. In seiner Garage produziert Rüdiger Rausch den halben Tag Eis, damit zwei Stockwerke höher im Café niemals eine Sorte fehlt. Eine Grundmasse wird mit den einzelnen Geschmacksrichtungen versetzt und dann für den nächsten Tag schockgefrostet. Ja, also ich probiere jetzt das Haselnusseis. Mal sehen, ob der Geschmack gut ist. Und am Ende seiner Schicht hat sich Rüdiger Rausch auch mal einen riesigen Eisbecher verdient. Natürlich lässt es sich der Meister nicht nehmen, jede neu kreierte Sorte selbst zu verkosten und seine Meinung abzugeben. Das Lavendeleis ist der Renner. Der frische Lavendel wird im Eis. Das Lavendeleis ist der Renner. Der frische Lavendel wird ein bis zwei Tage in Milch angesetzt und dann mit Sahne, Zucker und einer Grundmasse zu Eis verarbeitet.
Kombiniert wird das Eis mit Joghurt und Erdbeeren, garniert mit. Kombiniert wird das Eis mit leckerem Joghurt und Erdbeeren und garniert mit Joghurtfrüchten der Saison und Lavendelhonig. Kombiniert wird das Eis mit Joghurt und Erdbeereis und garniert mit Naturjoghurtfrüchten und Saison. Kombiniert wird das Eis mit Joghurt und Erdbeereis und garniert mit Naturjoghurtfrüchten der Saison und Lavendelhonig. Früchten der Saison und Lavendelhonig. Früchten der Saison und Lavendelhonig.